Ja, willkommen zu einem kurzen Einführungsvideo zum neuen Spiel Dirty Bomb. Also es ist ja schon eine Weile in der Closed Beta Phase. Ich habe es auch schon gespielt. Heute war jetzt der Tag, wo die Open Beta gestartet ist und da habe ich es halt wieder mal angeschmissen, weil ich gehofft hatte, dass die Spieleranzahl um einiges gestiegen ist, was auch der Fall ist. Und zwar will ich jetzt noch mal kurz ein bisschen auf das Spiel eingehen, damit man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Man startet am Anfang mit dem Homescreen ganz normal. Da sieht man halt seinen Namen, seinen Rang. Ganz kennt man wahrscheinlich aus einigen Games. Was hier, naja, nicht Neues, sag ich mal, aber doch relativ human gehalten wurde, war die ganze Geschichte mit den Coins, die man sich hier erwerben kann. Und zwar, man sieht jetzt hier den Levelaufstieg und man sieht hier oben ein Zeichen, ein Symbol halt, wo die Coins mit drin sind. Das sind sogenannte Spielmoneten, sag ich mal, die man sich erspielen kann. Aktive Missionen kann man hier auch sehen. Man hat jetzt halt so und so viel Zeit, um halt diese Mission zu beenden und dann bekommt man halt nochmal einen Bonus an Geld. Dieses Geld gibt kann man sich halt einfach erspielen wie XP. Man bekommt in dem Spiel halt generell XP dazu, womit man seinen Rang aufsteigt und dann dementsprechende Pakete noch freispielt und dann halt nochmal halt diese Ingame-Währung. Wofür brauche ich die Ingame-Währung? Ganz einfach, wir haben hier eine Barackenübersicht. Da kann man seinen Squad ausrüsten. In dem Spiel ist es halt so, dass man immer drei Charaktere ausrüsten kann, die man im Spiel auch dann wechseln und verarbeiten kann, in einem gewissen Maße. Wenn man anfängt zu spielen, hat man jetzt halt hier die vier, also hier den Artie, Aura, Fletcher und den Skyhammer zur Verfügung. Ich habe jetzt hier schon Proxy freigeschalten. Was kann man machen halt, um diese Charaktere freizuschalten? Ganz einfach, hier geht es jetzt wieder los mit der In-Game-Money, sag ich mal. Entweder kann man sie rekrutieren, indem man Echtgeld bezahlt, oder halt die Spiel-Coins, die man sich dann halt im Laufe des Spiels halt zusammenspielt. Was halt eine nette Variante ist. Je nach Charakter sind das halt unterschiedliche Preise, wie man das hier sehen kann. Man kann jetzt hier auch dann die jeweiligen Klassifikationen sehen. Man kann sich das ganze Profil anzeigen lassen. Manche haben halt wie der Charakter nur ein Skill, zum Beispiel Splittergranaten werfen. Generell ist in dem Spiel halt so, dass kein Charakter Granaten hat. Man hat immer zwei Waffen, eine Primär- und eine Sekundärwaffe. Und dann je nachdem, was man für einen Charakter auswählt, einen speziellen Skill. Ja, ich werde jetzt hier nicht alle durchklicken, aber das könnt ihr ja selber machen. Wie gesagt, das ist eine Open Beta jetzt und da kann man, ohne dass man jetzt Keys bräuchte, einfach dazu joinen und spielen. Wenn man jetzt seinen Squad ändern möchte, kann man dementsprechend dann die Buttons hier reinziehen und dann hat man dann die Möglichkeit, zwischen einer Ausrüstungskarte zu wählen. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal zeigen. Aber so ist es dann halt, dass man dann den jeweiligen Charakter dann hier in seinen Squad übernimmt. Da kommen wir gleich zu den Ausrüstungen. Man hat hier jetzt generell Ausrüstungskarten, die man jetzt auch während des Spiels freispielt, indem man sogenannte Kisten bekommt. Viele kennen das vielleicht aus Counter-Strike, da hat man halt auch so eine Behälter, wo halt Waffen aussehen und alles sowas drin ist für die Knarren. Genauso ist es hier auch. Man spielt halt mit der Zeit verschiedene Kisten frei und da sind halt so eine Ausrüstungskarten enthalten. Hier sieht man jetzt halt ein paar davon und man kann die halt auch eintauschen. Das heißt, man sieht jetzt hier die jeweiligen Klassen und die Waffen dazu und dann sind hier noch drei Skill, also ich sag mal Skillflächen frei, die sich dann halt hier auch dementsprechend füllen. Kann man halt auch anklicken und dann sieht man halt den Charakter in der Übersicht, kann halt noch die Variante auswählen. Und dann hat man jetzt hier die Waffen mit den jeweiligen Übersichten und was jetzt hier an zusätzlichen Skills sind.
Also hier zum Beispiel erhöhten Nahkampfschaden um 20%, reduziert durch den Sprengstoffverhalten Schaden um 20% und so weiter und so fort. So. Jetzt kann man Folgendes tun. Man kann die eintauschen. Und zwar kann ich jetzt sagen, okay, welche Mercs habe ich jetzt zur Verfügung? Ich habe jetzt hier Aurora. Da kann ich sagen, geh in die Ausrüstung, jetzt eintauschen. Dann wähle ich mir meinen jeweiligen Merc aus. Sage, okay, ich nehme jetzt meinen Skyhammer, sag weiter. Und dann kann man eine Raritätenkarte wählen. Und zwar in den jeweiligen Paketen, die ich jetzt aufklaube, sind jetzt verschiedene Klassifikationskarten drin. Also diese vier Varianten gibt's. Gibt halt die Loadout Card Iron, die ist halt ganz stinknormale, hat halt nur zwei Plätze, die man belegen kann. Dann hat man halt hier die Bronze, Silber und Gold. Und die sind dann halt dementsprechend rar in den Paketen zu finden. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt hier ein paar Iron. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich tausche jetzt drei Karten, die ich habe. Einen gegen eine von Skyhammer. Das heißt, ich ziehe jetzt hier rein. Zack, zack, zack. Jetzt kann ich die eintauschen. Und kriege jetzt eine random Skyhammer-Karte dazu. So. Da sieht man jetzt, hier sind zwei Skills dabei. Und zwar schnell ziehen, 30% Reduction to the Time Tag to Raise and Lower Weapons, also praktisch 30% schneller die Waffe gezogen. Und halt erstmal 10 HP, wenn du ohne einen Kill getötet wurdest, bis ein Maximum von 30 HP. So. Das ist meine Loadout-Karte. Und ja. Ab jetzt praktisch eine Karte mehr. So. So. Würde ich weitergehen. Genau. Und jetzt kann ich sagen, ich hätte gern meinen Skyhammer-Merc in meinen Squad. Und dann kann ich die jeweilige Klassifikations-, also die Ausrüstungskarte wählen. Dann nehme ich natürlich die, die ich gerade freigespielt habe. Freigespielt, ich meine, dann kombiniert habe. Genau. Mehr ist eigentlich dazu nicht zu sagen. Es gibt auch Booster, Kisten. Es gibt halt auch den Shop, wo man Ausrüstungskisten halt kaufen kann. Das sind die Kisten, wo dann halt dementsprechend die Loadouts oder was weiß ich was drin sind. Hier in dem Fall für 1000 Dollar. Also hier 1000 Ingame-Dollar, sage ich mal jetzt mal. Man sieht hier, ich habe 26.000. Man kann da halt einiges an Kisten kaufen, wenn man das möchte. Es gibt auch Elite-Cases. Die kann man jetzt nur mit Echtgeld kaufen. Das heißt, ich habe jetzt bop, 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 bop. Da sind halt dann die schon spezielleren Sachen drin. Kann man halt jetzt nur mit Echtgeld kaufen. Ob sie das ändern wollen, bezweifle ich, weil es ja ein Free-to-Play-Game ist. Da werden sie auch nicht großartig viel ändern. Booster kann man auch kaufen, auch für Echtgeld. Das heißt, man kann in der Zeit dann, wo die Booster eingesetzt sind, erhält man dann halt mehr Coins. Das gleiche gilt für Ausrüstungsgegenstände. Für die jeweilige Klasse kann man sich jetzt hier Karten kaufen, entweder für 17.500 in dem Fall oder für Echtgeld. Muss man wissen, ob man das braucht oder möchte. In dem Fall, ich denke mal, da es ein FPS-Shooter ist und dementsprechend Liga-Aktivität dann auch da sein wird, wird das wahrscheinlich sowieso rausgenommen. Und dann gibt es halt hier auch noch im Shop Bundles, die man kaufen kann, wo dann halt je nach Klasse dementsprechende Ausrüstungspakete dann zur Verfügung stehen. Da kauft man halt dann 4, 5, 6 Karten, glaube ich, dazu. Ja, genau, da sieht man dann halt hier 100.000 oder halt für 20 Euro. Muss man wissen, ob man das haben möchte. Muss halt nicht zwingend sein, meiner Meinung nach. Ja, spielen kann man hier in vier verschiedenen Möglichkeiten, sage ich mal. Ich würde allen Spielern, die es noch nicht gespielt haben, das Tutorial ins Herz legen, weil das Spiel doch etwas anders ist als die jeweiligen Games, die jetzt momentan so Mainstream sind. Das heißt Call of Duty und Counter-Strike. Sie haben halt ein paar Sachen miteinander verknüpft, die man jetzt halt in
Counter-Strike zum Beispiel kennt, das ist jetzt hier mit diesen Ausrüstungskisten. Und hier ist halt auch ein bisschen das Menü übernommen worden. Also es ist jetzt in den meisten Spielen generell so, dass man einen Schnellbeitritt hat, Serverbrowser und ein Wettkampfspiel. Beim Schnellbeitritt kann man jetzt hier einfach sagen, okay, was möchte ich jetzt spielen? Objective, Stopwatch oder dann, was dann halt noch demnächst freigeschalten wird, das wird dann Executing sein, also halt so was wie Team Deathmatch. Ja, entweder halt diesen Schnellbeitritt oder dann halt Wettkampfspiel. Wettkampfspiel ist dann halt auch so ähnlich wie in Counter-Strike. Man kann halt eine Party anlegen mit mehreren Leuten, mit vier Freunden, je nachdem, was man halt spielen will. Man kann dann halt kompetitiv in-game intern dann gegeneinander antreten. Oder dann halt den Serverbrowser ganz normal, wo man halt hier die Filtereinstellungen hat und dann halt nach Ping auch sortieren kann. Also wie man sehen kann, ist hier selbst um die Uhrzeit recht viel los, muss ich sagen. Also ich kenne es aus der Closed Beta noch, da gab es drei Server EU-mäßig und das war's dann. Ja, und dann kann man halt hier dann auch dementsprechend sieht man halt hier die Leute. Und kann halt beitreten, Autobeitritt machen oder man kann sich auch die Info anzeigen lassen, was für eine Karte gerade läuft, welche Spieler drauf sind. Ja. Das eigentlich nur so grob zur Übersicht. Ansonsten hat man jetzt hier halt die ganz normalen Einstellungsmöglichkeiten, wie welche Sprache, Audio, Steuerung, was man halt ganz normal kennt. Und dann halt hier den Freunde-Button, wo man halt auch sehen kann, okay, wer spielt jetzt gerade, wen kann ich einladen. Ja. Und mehr ist es eigentlich momentan noch nicht in dieser Beta. Hier steht noch, dass es eine geschlossene Beta-Version ist, ist aber halt nicht mehr der Fall, ist jetzt Open Beta. Ja, so viel dazu und dann werde ich dann, geht's auch gleich in-game und werde noch ein paar Runden spielen, dann kann man sich das Spiel auch mal angucken. Es ist halt ein anderer Spielfluss, als man es vielleicht von Call of Duty und Counter-Strike gewohnt ist. Und vielleicht von der Geschwindigkeit her, so ähnlich wie Call of Duty. Von der Spielweise unterscheidet sich es aber doch, weil man halt, es ist ein reines Objective-Spiel, also das heißt, dass Spieler, die halt nur mit dem Kopf durch die Wand gehen, hier keine Chance haben, weil man halt zusammenspielen muss. Das sind die Macher von Wolfenstein Enemy Territory, was ich damals sehr aktiv gespielt habe. Und auch die Macher von Brink. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal in-game und dann könnt ihr euch ein bisschen das Gameplay angucken. Hey, Cha. MDK left the room. Was? Jo. Ja, tatsächlich. Super. Glaube, ich wurde gekickt oder so. Jo, MLK entered the game und natürlich ins andere Team. Also muss ich jetzt wieder angreifen. Ja, es ist sowieso eine andere Karte jetzt. First you have to defend the checkpoint gate. Then defend the two armored rail containers in the terminal. Meine CPU ist bei 50%. Defend the objective. Ja, jetzt, wo ich Browser ausgemacht habe und so geht's. Bin jetzt bei knapp 85. Hauptsache man bekommt 25 XP, wenn man den Airstrike schmeißt. Was zum Teufel? Ach, Tank-Mounted Gun. Really? Und natürlich ein Headshot. Oh.
Ich habe jetzt übrigens bei meiner rechten Maustaste das Doppelklick-Problem, ne? Nice. Da kommt Freude auf. Arming C4. Was hat er denn da, Alter? Sentry Gun oder was? Fire support incoming! Bin ich kacke. Oh. Mein Gott. Oder was? Kack Abwehrturm. Ich bin jetzt dreimal welche reingelaufen. Quiet you. Ja, man kann die auch immer so sehr schön platzieren. Also der Inch kann die ja auch bauen. Vielleicht noch ein bisschen mehr? Vielleicht viele du Leute. Du hast mich abgeknallt, du Arsch. Nicht in diesem Ton. Die alle mit den Airstrikes hier rumsabbeln, ey. Echt schlimm. Nein! Hab ich sie noch gekillt? Ah, ich hab sie noch gekillt. Oh, mit der Pistole treffe ich immer keinen Meter bei dem Typen. Das ist so schlimm.